Okay. Ich mich irgendwie ducken? Da ist ein weißes Licht. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrenlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwände, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt und all das Verrottene ausläuft. Mach, dass er sich sein Handgelenk mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinen eigenen Erbrochenen stirbt, auf dass wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nicht machst, werde ich es eines Tages selbst den Mund dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und sein Leben ein Ende zu setzen. Du vor allen anderen solltest wissen, dass es nicht eine Mangel an Willenskraft ist, sondern der meine Hand zurückhält. Arm. Okay. Erinnert mich auch ein bisschen an Outlast. Wieso gehen die Türen jetzt wieder auf? Über Flaschen. Haben wir hier irgendwas? Nein. Gehen wir hier wohl weiter. Ja, wieder keine Schlüssel gefunden. Fucking Mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Okay. Hier ist nichts drin. Da ist was. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit der Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie dein Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Außer, dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du musst wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde.
Ich muss dir aber wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer Enttäuschung der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent. Thomas Cartwell. Mach ich nicht. Okay. Ey, hier wird er zu 99% der Bohnen eingemacht. Jetzt hier überall Augen. Achso, wir sind jetzt hier wieder. Jetzt sind die ganzen Bilder weg. Leinwandkrabbler. Masseponisieren, Fell wie Gift zu malen, Feuer letzter Ausweg. Hier ist alles zugemacht. Da sind Bücher durch die Gegend geflogen. Das jetzt hier. Mann, ich konnte das doch irgendwie lesen. Warum denn jetzt nicht mehr? Ich will es aber auch nicht lesen. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm sorry. Ach nee. War hier nicht eben noch eine Tür? Ach, in dem Spiel ändert sich ja eh alles. Hier ist eine tote Ratte. Die gerade verschwunden ist. Da habe ich mich ja erschrocken, aber man hätte damit rechnen können.
Gerade frage ich mich, was passiert wäre, hätte ich nicht zurückgeguckt. Jetzt hier ein bisschen Schmerz reicht weit. Was ist jetzt? Jetzt kann ich die Tür öffnen. Okay. Nehme ich eigentlich alles noch auf? Ja. Geschlossen. Hier ist auch nichts. Hier ist eine Postkarte, aber die kann ich nicht ansehen. Okay, geht wohl nur hier lang. Mal, dass das Bild falsch umhängt. Ach, unser altbekannter Aufzug. Das ist richtig gewesen, von der Blutspur wegzugehen. Da ist wieder eine Kiste. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock. Okay. Ist aber nicht weiter aus, oder? Nee. Hier war eben das Kind, was gemalt hat. Wirft mich das zurück, oder? Wie?
weiß auf jeden Fall, dass es hier mehrere Enden gibt. Hey, wir sind jetzt im Büro. Es klingt hier wieder ein Telefon, aber hier ist kein Telefon. Ah, das sind hier auch Häuser gewesen. Yes, ist 363, aber wofür brauche ich die? Es klingelt hier ein Telefon. Geht hier das auch irgendwie auf? Nee. Aber ich muss doch irgendwie hier ans Telefon kommen, oder? Sieht nicht so aus. Jetzt höre ich das Telefon hier. Irgendwie falsch. Also ich bin komplett raus. Ich weiß gar nichts mehr hier.